bin Fatty, ich liebe es zu filmen und das ist meine Geschichte. Machen wir es kurz. Ich hasse Abenteuer. Also ich bin nicht ohne Grund in die Stadt gezogen. Ich meine, hier erlebt man andere Abenteuer. Man kann immer was sehen, es ist immer bunt, es ist immer schrill, es ist immer was los. Draußen ist in der Natur, was hat man denn für Abenteuer? Oh, es piekst, es krabbelt. Das ist jetzt nichts für mich, auch wenn ich jetzt vom Land komme. Ja, gut und schön, aber da kann ich mich verletzen dabei. Nee. Dann mache ich Dinge, die nicht so gefährlich sind. Wenn die Aufgabe ist, dass man etwas machen soll, was man noch nie gemacht hat, dann soll das Abenteuer sein. Eine Sache kann jeder. Ich mach 3. Ich bin noch nie geflogen. Wirklich. Ich habe mir noch nie die Haare gefärbt. Und ich habe mir noch nie ein Tattoo stechen lassen. Der Friseur hatte leider zu. Kann man nichts machen. Es gab auch keinen anderen in Leipzig. Beim Packen der Tasche ist mir eingefallen, ich habe weder Reisepass noch Reiseversicherung. Und die jetzt schnell zu beantragen, das schaffe ich nicht in der Zeit. Und das Tätowieren... Janu, du kennst dich doch aus. Tut Tätowieren weh. Nee, nicht so wirklich. Also das hat wehgetan, aber es ist auch wirklich groß. Und hier hinten das schon auch, weil die Haut da so dünn ist. Und ich meine, hier natürlich genau an der Ferse tut es auf alle Fälle weh. Aber am allermeisten hat es hier so wehgetan. Das ist wie 1000 kleine Nadelstiche, die dich durchbohren. Ich hoffe, du hast keine Angst vor Nadeln. Doch. Piercen tut viel mehr weh. Nee, nichts für mich. Ich stech dir eins. Also ich würde es machen. Ich aber nicht. Nun gut, dann war es einfach nicht die Zeit, um die Dinge zum allerersten Mal zu machen. Was soll's? Aufgeben. Nicht jetzt, nicht hier. Ich könnte jetzt rausgehen und Sonne tanken und auf positive neue Gedanken kommen oder ich bleib einfach hier und mach meine eigene Musik. Michael, komm los, ab in den Wald, zieh dich um. Hier hast du die Kettensäge, hier hast du den Beil und ab, los. Na gut, ab in den Wald. Hey, ich hab was für dich. Danke dir. Bitteschön. Handy schon in der Scheune. Okay, alles klar, ich muss kommen. Hast keine Zeit. Hey, ich bin bereit. Mit einer Kettensäge ist nicht, such dann noch eine zweite. Jeder hat zwei Kettensägen, dann geht's los. Welche willst du nehmen? Die elektrische. Ah, da müssen wir 100 Meter Kabel mitnehmen. Das ist, wird halt nicht. Ja, wir wollen den großen Baum fällen. Dann nimm. Nee. Die hier? Ja, gut. Jetzt perfekt. Und nein, in der andere Hand. Jawohl. Jede Hand eine und los geht's. Ist das auch sicher? Ja. Wo gehobelt wird, dort fällt doch meine Kamera. Wir haben uns verfahren. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Es ist wirklich so steil. Ich bin gerade voll im Matsch. Ich kann mir nur anhalten. Da komme ich nicht mehr vorwärts. Warum? Das ist so weit. Selbst auf dem Weg, so. Ich muss zügig durchziehen. Ich hab grad meinen Schuh verloren. Von den Fichten drücken. Ich weiß noch nicht, wie ich meinem Vater sagen soll, dass in die Flasche keine Kettensäge passt. So kannst du aussuchen. Den einfachen hier oder den etwas stärkeren. Setze die fallen Bete nur um. Was? Immer Fluchtmöglichkeit. Die offen halten. Traktor jetzt oder? Ja. Ja, das war genau überlegt. Scheiß Teil. Immer noch nicht. Würde ich den noch ein Stückchen vorziehen, dann komme ich zurück, dann ziehen wir den auch noch vor. So, den, ob das gelingt. Ja, ja.
Theoretisch bin ich im Wald groß geworden, aber ich habe noch nie eine Nacht im Wald verbracht. Das werde ich dann in Kanada oder Alaska machen. 14 Tage lang. Oder vielleicht mehr, wenn man nicht abgeholt wird. Geht's? Ja. Achtung, Deckung. Ey, die klauen mein Holz hier. Wasser zu trinken. Okay, jetzt trinke ich gleich nichts mehr. Ich habe Stroh in meiner Hand. Da waren wir gerade. Meinst du, ich bin jetzt vorbereitet? Für 14 Tage in der Wildnis? Das klingt wie ein Jahr. Marika, ich brauche deine Hilfe. Fatty, ich habe auf dich gewartet. Wärst du pünktlich, wäre er noch am Leben. Ich soll dir Feuer unterm Arsch machen. Du bist nicht Marika. Und du bist zu spät. Hast recht. Wir brauchen das hier. Ja. Bisschen was davon. Ja. Wie wär's damit, das ist schön bunt? Dann, nein, das stellst du wieder hin. Du kriegst das hier. Damit kannst du spielen. Na gut. Hiervon noch ein bisschen und das dürfte reichen. Na, geh schon mal. Ich darf dich nicht alleine lassen. Aber hier ist so viel Spaß. Und hier machen wir Experimente? Nein, Fatty, das ist für morgen für die Vorlesung. Aber oh. Das verstehst du eh nicht. Aber muss ich nicht die Vorlesung halten? Nee, du musst vor allem erstmal die Klappe halten. Komm mit. Zum Überleben brauchst du Feuer. Also brauchst du noch ein Messer, ein Feuer. Ich wusste, ich darf dich nicht alleine lassen. Feuerstahl, Messer, warte. Oh. Zack, hast du Feuer. Will da gerade jemand reinkommen? Wenn du mal keine Watte hast, ja, oder dir jemand den Feuerstahl geklaut hat, dann musst du einfach nur schnupsen. Und zack, du hast Feuer. Du musst einfach ganz fest dran glauben. Feuer! Aber so richtig große Feuer wäre auch noch geil. Also ich kann mit Naturschaum kann ich Feuer machen. Genau. Geil. Reicht dir das? Nehme ich mit. Ich hab Bock auf Seven vs. Wild. Ich bin zum ersten Mal Traktor gefahren. Ich hab zum ersten Mal einen Baum gefällt. Und ich kann jetzt das.